So Leute, willkommen zurück zu Let's Play FIFA 20. Heute mit dem Spiel Karlsruhe SC gegen Hannover 96. Ja Leute, im letzten Part haben wir gegen Osnabrück haben wir im letzten Part gewonnen. Das war ein ziemlich knappes 2:1. War ein richtig spannendes Spiel. Und heute geht's los gegen den Karlsruhe SC und dann haben wir unser DFB-Pokalspiel gegen Werder Bremen. Ich bin schon richtig gespannt. Aber erstmal dürfen wir gespannt sein auf die Pressekonferenz, die jetzt kommt vor dem Spiel. Danke, dass Sie alle da sind. Ich würde dann jetzt um Ihre Fragen bitten. Ja, Rotation ist natürlich wichtig. Es müssen auch mal andere Spieler dran kommen. Und nach der Pressekonferenz legen wir ihn gleich los mit der Hymne von Karlsruhe. Danke fürs Kommen. Danke für die Fragen. Das war es dann für heute. Gut. Ja, gut, dann mache ich jetzt die Aufstellung fertig und nebenbei läuft die Hymne von Karlsruhe SC und in 4 Minuten sehen wir uns dann wieder im Stadion. Bis gleich. Die
Hallo und willkommen zu diesem Spiel, bei dem es leider in Strömen regnet. Ich bin wie gewohnt Wolf Fuß, zusammen mit dem Kollegen Frank Buschmann werde ich das Ganze für Sie kommentieren. Und auf dem Programm steht heute ein Spiel aus der zweiten Bundesliga. Das dürfte richtig hochklassig werden. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, da schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Die Gäste zuletzt mit offensiv richtig starken Auftritten. Zurzeit haben sie auch die meisten Tore in der Liga erzielt. Und das gibt natürlich für diese Partie jede Menge Selbstvertrauen. Ja, ich würde sagen, fangen wir mal an. Los geht's. Der Schiedsrichter pfeift dieses Spiel an. Der Karlsruher SC heute mit dieser Aufstellung. Klassisch sieht das aus, ihre Formation heute. Ja, innovativ ist es im ersten Schritt mal nicht, dieses 4-4-2. Bedeutet aber nicht, dass es nicht erfolgreich sein kann. Soto. Und so gehen es die Hannoveraner an. Wir sehen sie heute in einem 4-3-3 mit falscher 9. Und damit der Stürmer in der Mitte etwas zurückgezogen. Da geht es entsprechend darum, spielerisch mit Kombinationen zum Erfolg zu kommen. Da hat der Torwart Glück, den hätte er wohl nicht bekommen. Das könnte eine Gelegenheit werden. Super gemacht, gute Verteidigung. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Der Torwart der Gäste kann sich heute wohl auf einen ruhigen Arbeitstag einstellen, oder? Ich glaube schon, Gastgeber spielen ja immer wieder extrem defensiv, igeln sich hinten einfach ein und wollen eher Tore verhindern als machen. Zu unpräzise. Da wäre Platz auf außen. Klasse Pass. Die Möglichkeit zu flanken. Die kurze Variante. Den klärt er gut. Gutes frühes Stören. Jannes Horn. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Keine gute Verteidigung. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Da wäre jetzt Platz. Das wird gefährlich. Schön gemacht, jetzt die Flanke. Und das 1-0. Und dieses Tor haben sie sich mit ihrem starken Vorchecking erarbeitet. Druck gemacht, draufgegangen. Und dann ist das die logische Konsequenz. Super Tor, kann man nicht anders sagen. Kurze Distanz, aber da musst du erstmal den Nerven behalten. Und genau das tut er. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Sie sind jetzt also in Führung, 1-0. Rosbach, Sie verlieren den Ball. Was macht er draus? Schönes Zuspiel. Jetzt ist es gefährlich. Und jetzt die Chance. Gute Möglichkeit, aber abgepfiffen. Die Fahne ist oben.
Misslungener Pass, da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Und es gibt natürlich Einwurf. Jung. Der Ballverlust. Will sich da jetzt auf durchaus ungewohnter Position den Ball holen? Kann er was draus machen? Da kommt die Flanke. Da kommt er mit dem Kopf dran, aber der Ball geht daneben. Dieser Abschluss nicht präzise genug. Super dazwischen gegangen. Macht er gut. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Gute Aktion. Vielleicht der Ausgleich. Wichtig, den Ball hat er sicher. Sieht gefährlich aus. Gefährlich! Ja, könnte was werden. Super Pass. Klasse Pass. Ist es das jetzt? An die Latte. Ah, der Ball ist noch im Spiel. Schöne Aktion. Steil gespielt, gute Idee. Das ist noch gefährlich. Hier diesen Pass, weg ist der Ball. Ja, die Fans sind da, nicht zu überhören. Ganz kritische Phase jetzt. Vielleicht geht doch noch was. Wichtig, dass er da klärt. Geht mit Einwurf weiter. Hat jetzt Anspielstation. Das wird gefährlich. Was für eine Chance. Der war knapp. Da hätte der Torwart wohl nichts mehr ausrichten können. Soto. Jung. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Energisch den Ball geklärt. Es gibt Einwurf. Jetzt können Sie den Ball reinbringen. Was macht er draus? Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Stark gearbeitet. Also ich möchte heute nicht in der Haut der Spieler stecken. Der Regen hört nicht auf. Hoffentlich hält der Platz es aus. Ja, die Akteure sind auf keinen Fall zu beneiden. Der Platz kann das ab. Dank der Drainagen heutzutage sind die Schlammschlachten von früher ja selten geworden. Stiefler. Fängt diesen Ball ab. Kein Grund zur Aufregung. Es ist abgepfiffen. Da stand er im Abseits, als das Zuspiel kam. Und da ist der Ball wieder weg. So langsam wird es gefährlich. Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Stehen jetzt sehr defensiv, tun im Moment wenig fürs Spiel. Das könnte eine Gelegenheit werden. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Ist jetzt Platz. Flanke kommt, aber keiner ist da. Da verlieren sie den Ball. Könnte. Schöner Pass. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Klasse Pass. Marvin Vanicek. Das wird hier Ecke geben. Da kommt die Ecke. Und es gibt natürlich Einwurf.
will er den ganz alleine machen. Vielleicht sollte er einen Mitspieler einsetzen. Jetzt ist es gefährlich. Gefährlich. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Rosbach. Ja, das könnte was werden jetzt. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Ja, mit viel Übersicht. Kann er was draus machen. Macht er gut. Gutes Tackling. Ah, klasse geklärt. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Jetzt vielleicht. Das Tor und das 2-0. Klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Und das ist einfach ein Weltklasse-Tor. Allerdings Abnahme. Tech fair. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Hier steht es 2-0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Erneut so ein hervorragender Pass. Rosbach. Super dazwischen gegangen. Ja, könnte was werden. Da muss mehr kommen, Freunde. So wird das sicher nichts mit dem Tor. 45 Minuten sind rum, es steht 2-0. Auf keinen Fall ein Grund, jetzt schon aufzugeben. Ja, es lief doch ganz gut bisher. Nürnberg führt 1-0 gegen Regensburg und Osnabrück führt 1-0 gegen Fürth. So, ja, auswechseln werde ich erstmal noch nicht. Wir machen erstmal so weiter. Die Spieler sind zurück. Die zweite Hälfte beginnt. Sie verlieren den Ball. Und da gibt er Freistoß. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Das könnte gefährlich werden. Da trennt er ihn vom Ball. Den Zweikampf führt er sehr gut. Da verlieren sie den Ball. Was macht er draus? Ball kommt weit. Da kann er klären, gut aufgepasst. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Entschlossen geklärt. Das frühe Stören jetzt. Klasse Zuspiel. Er spielt den Steilpass. Ganz knappe Nummer. Ich weiß nicht, ob das nicht doch gleiche Höhe war. Sie lassen sie jetzt erstmal kommen. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Gute Aktion. Da kommt niemand ran. Das wird nichts mehr. Es wird Abschluss geben. Janis Horn. Gefährlich! Jetzt zieht er in die Mitte. Ja, gute Hereingabe. Was machen Sie draus? Nee, den Ball trifft er nicht so gut.
Jetzt wird's gefährlich. Sieht gefährlich aus. Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Da wäre Platz auf außen. Kann er was draus machen? Da können sie jetzt flanken. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Martin Röser. Da ist die Balleroberung. Da wäre Platz für den Konter. Da kann sich was entwickeln. Achtung jetzt. Ja, könnte was werden. Und so das 3:0. Das Tor wird nicht gegeben. Oh, das ist zu rechts. Das war Abseits. War das wirklich Abseits? Mann. Das hätte ich jetzt gerne nochmal gesehen. Aber. Stiefler. Rosbach. Sie bekommen den Abstoß. Klasse Pass. Soto. Macht er gut. Jetzt vielleicht. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Tolles Zuspiel. Ganz souverän hier vom Torhüter. Jung. Was macht er draus? Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Stiefler. Sie holen sich den Ballbesitz. Viel Platz jetzt auf außen. Soto. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Gute Aktion. Ganz wichtig, da muss er hin. Und jetzt die Chance. Da haben sie gut aufgepasst. Die Ecke kommt, da können sie klären. Jetzt der Ballverlust. Da ist jetzt Platz. Nee, der Ball kommt zu hoch. Ball draußen, gibt Abstoß. Ein neuer Spieler soll frischen Wind in ihr Spiel bringen. Das haben sie auch nötig. Sie liegen aktuell hinten. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Sie verlieren den Ball. Ja, ganz energisch geht er dazwischen. Nee, den kriegt der Keeper. Soto. Da muss er aufpassen. Ja, da müssen sie aufpassen. Ja, könnte was werden. Jetzt vielleicht.
Und ich glaube, damit ist die Gefahr jetzt erstmal bereinigt. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Und jetzt die Chance. Und jetzt der Schuss. Den hält er. Sie haben den Ball. Erstmal durchatmen. Aber die Parade eben, die war sensationell. Ich glaube, und ich gehöre auch dazu, viele haben den Ball schon drin gesehen. Stiefler. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Soto. Der Ballverlust. Soto. Ein harter Zweikampf, aber alles wert. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Gute Aktion. Was macht er draus? Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Ballverlust. Stiefler. Jetzt wird's gefährlich. Das wird gefährlich. Es gibt Freistoß. Jetzt wird er ausgewechselt und das war heute eine überzeugende Vorstellung. Ja, durchaus. Ah, super Freistoß. Aber kein Tor. Schade. Was für eine Chance. Das könnte die Gelegenheit geben. Da haben sie der das Schlusstreffer. Und es fällt unglaublichen Pressing. Sie stehen extrem hoch. Sie gehen drauf. Zeigen wieder mal ihr ganzes Können. Der Keeper hat ihn fast. Ja, fast. Und er ärgert sich. Um ein Haar hätte er den gehalten. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. 2-1, hier ist noch alles drin. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Sie schalten nochmal auf Angriff. Sie wollen den Ausgleich unbedingt. 3 Minuten Nachspielzeit kriegen wir. Gutes, frühes Stören. Schönes Zuspiel. Gefährlich! Den Ball wollten sie unbedingt. Klasse Flanke. Sie führen zwar, aber wenn sie nach dieser Ecke treffen, würde das sicher noch mehr Ruhe reinbringen. Unaufhaltsam. Macht er gut. Ist das hier die Entscheidung? Die Gefahr scheint erstmal bereinigt. Das war ein hervorragender Zweikampf. Und jetzt geht nichts mehr. Der Schiedsrichter pfeift ab. Okay, das Spiel war heute richtig gut, fand ich. Und das ist nicht selbstverständlich bei diesen Wetterbedingungen. Ja, sie haben sich davon überhaupt nicht beeinflussen lassen und für die Fans vor allem eine klasse Partie abgeliefert. Gut, dann sehen wir uns nochmal die Tore an. Und selbstverständlich lasse ich auch bei. Das wird gefährlich. Schön gemacht. Jetzt die Flanke. Da ist der Treffer. Und dieses Tor haben sie sich mit ihrem starken Vorchecking erarbeitet. Und draufgegangen. Und dann ist das die logische Konsequenz. Bekämpft haben wir immer. Und meistens hat's gereicht. Die Küsten waren schon früher. Das Tor ist okay, war für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da könnte jetzt geschrieben werden.
Nee, dann gehen wir mal zur Pressekonferenz. Unser Verein, es gibt nichts Schönes auf der Welt, als 96-Fan zu sein. Nächstes Jahr erste Liga und Hannover ist dabei. Wir siegen gegen Schalke, Dortmund, Hertha. Zunächst mal danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns gekommen sind. Oh, immer noch, den will ich im DFB-Pokal einsetzen. Ich habe gesagt, einige gute Spieler werde ich draußen lassen, damit die bereit sind fürs DFB-Pokal. Und als zweites kommt immer dieselbe Frage. Das war's auch schon. Vielen Dank. Ja, da ist jetzt die erste Saison-Tor. Wir haben da noch eine Pressekonferenz, aber ich packe. Ich mal gleich rein. So, den Rest des Teams bearbeiten wir dann beim nächsten Mal. Denn Leute, das war's mal wieder mit einem weiteren Part von FIFA 20. Wenn euch dieser Part gefallen hat, dann lasst mir ein Like und einen Kommentar da. Abonniert den Kanal und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder zum Spiel, zum DFB-Pokalspiel Werder Bremen gegen Hannover 96. Das war's dann von mir. Bis dann.